meine Lieben, heute das gewünschte Zahnpflegeroutine-Video für euch. Denn ihr wolltet wissen, wie ich meine Zähne pflege, beziehungsweise ihr wolltet wissen, wie das damals mit meiner Zahnspange war. Ich habe da tatsächlich sehr viele private E-Mails von euch bekommen und die Anfrage eben, ob ich mal ein Video darüber machen könnte. Das mache ich natürlich sehr, sehr gerne, denn Zähne sind mir unglaublich wichtig. Ich werde euch heute quasi ja die Produkte zeigen, die ich tagtäglich verwende. Ich werde euch ein bisschen was über meine Zahnspange erzählen und ich habe eine ganz, ganz tolle Verlosung für euch, denn zusammen mit Oral-B habe ich eine kleine Kooperation. Ich darf euch was ganz mega Bombastisches verlosen. Das verwende ich auch jeden Tag. Vielleicht könnt ihr es euch schon denken, was es ist. Bleibt also auf jeden Fall dran, wenn ihr das wissen wollt, was es ist, beziehungsweise wenn ihr gewinnen wollt. Und ich würde sagen, ich fange damit an, dass ich euch erzähle, wie das denn so mit meinen Zähnen war. Als ich Teenager war, waren meine Zähne nicht so gerade, wie sie jetzt sind. Nein, meine zwei Schneidezähne, also die vorderen, die waren ganz leicht aufeinander gestanden. Und das hat mich wahnsinnig gestört, das hat mich total irritiert. Ich hatte da tatsächlich Komplexe und habe sehr, sehr lange überlegt, ob es denn Sinn macht, eine Zahnspange zu tragen. Denn ich habe immer gedacht, dass man das macht, wenn man eben jünger ist. Also für mich war das so klar, dass man als Teenager eine Zahnspange bekommt und dann eben schöne Zähne hat. Ich war dann irgendwann Mitte 20 und irgendwie hat es mich nicht in Ruhe gelassen. Es war mein allergrößter Traum, gerade Zähne zu haben. Und ich habe eben, wie gesagt, immer gedacht, dass es dann nicht mehr geht. Nach mehreren Überlegungen bin ich dann doch mal zum Zahnarzt gegangen. Also ich habe meine Zähne nach wie vor gepflegt und es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie total die schlimmen Zähne hatte, aber eben die vorderen Schneidezähne haben mich wahnsinnig gestört. Und ihr werdet auch kein einziges Bild von mir finden als Teenager, dass ich total unbeschwert lache, so mit offenem Mund. Nein, ich habe immer meine Hand davor gehabt, wenn ich gelacht habe. Und dann die ersten Bilder sind dann an meiner Hochzeit mal ohne Hand vor Mund entstanden, aber es war immer so ein bisschen ein unwohles Gefühl dabei. Die Leute, die um mich rum waren, die haben immer gesagt, Mensch Heidi, das ist doch überhaupt nicht schlimm, ich weiß gar nicht, was du hast. Aber für mich war es einfach schlimm, weil es eben mich betroffen hat. Und ich achte eben nun mal wahnsinnig auf Zähne, also solange es gesunde Zähne sind, also mich stört es jetzt nicht, wenn mein Gegenüber irgendwie krumme Zähne hat, solange sie eben gepflegt sind. Und für mich ist das wahnsinnig wichtig. Das ist das oberste Gebot bei meinen Kindern frühs bzw. abends, wenn sie sich fertig machen, wenn sie im Bad sind, dass sie ihre Zähne ordentlich putzen und dass die Zähne gepflegt sind. Also das ist für mich ganz, ganz wichtig. Meine Eltern, die haben natürlich sehr auf uns geachtet, auf uns Kinder, ist ja klar. Aber das mit der Zahnspange haben sie irgendwie verpasst. Naja gut, und dann war ich eben irgendwann Mitte 20 und ich war dann eben beim Zahnarzt und habe mich da informiert und ich bin auf Wolke 7 da raus, als sie zu mir gesagt hat, ja, Heidi, wir können deine Zähne gerade bekommen. Denn für mich war das ja so unerreichbar. Wir haben dann verschiedene Bilder gemacht, natürlich. Und dann habe ich verschiedene Preise bekommen und so weiter. Also ich habe mich da wirklich sehr, sehr stark mit befasst und sehr ausgiebig viel darüber gelesen und so weiter. Ja, und irgendwann standen die Termine an. Also ich habe dann quasi meinen größten Traum erfüllt, dass ich endlich gerade Zähne bekomme. Das war eine ziemliche Tortur, muss ich sagen. Also die ging über 2 Jahre. Die hat mich auch Unmengen an Geld gekostet. Weil wenn man dann kein Teenager mehr ist, also quasi über 18, muss man ja die Zahnspange selber bezahlen. Also ich habe da sehr, sehr viel Geld gespart. Ich habe das dann monatlich immer bezahlt. Also man konnte dann immer die Rechnungen, wenn sie gekommen sind, überweisen. Oder man konnte einen Batzen hinüberweisen, also eine richtig große Summe. Und so habe ich das dann gemacht. Also ich habe immer, wenn ich eine Behandlung hatte, die Rechnung bekommen und die habe ich dann überwiesen, sodass sich das dann über die 2 Jahre nicht, es kam mir dann nicht so viel vor, wie wenn man jetzt eine Endrechnung bekommen hätte, wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, das Problem bei mir eben ist, beziehungsweise war, dass ich einen Überbiss noch habe, leider. Das ist somit das größte Problem bei mir, was mich auch wahnsinnig stört. Sie haben versucht, das zu beheben, sozusagen mit einem Herbstscharnier, was wirklich die Hölle war. Deswegen habe ich gerade gesagt, Tortur. Also es war wirklich schlimm. Ich hatte dann, also vielleicht kennt es jemand von euch, Herbstscharnier, ihr könnt es ja mal googeln. Also es ist wirklich grottig, es ist total hässlich gewesen. Ich hatte dann hier so zwei Metallstangen, also wenn man den Mund aufgemacht hat, hat man die auch ganz deutlich gesehen. Und es hat wehgetan. Ich hatte dann im Kiefer, also unterm Kiefer, also im Gaumen,
So rum, Entschuldigung, Gaumen oben, Kiefer ist ja unten, ne? Hilfe. Genau, da hatte ich so ein Teil, ein Apparat, und da musste ich jeden Tag mit so einem Metallteil drehen. Und dann hat sich das gespannt. Also oben musste man das breiter machen und unten vorziehen. Also es war echt nicht lustig. Und ich hatte ja da den Alessandro noch klein, ich habe dann gestillt. Unser Zahnarzt ist 40 Kilometer entfernt, also der Kieferorthopäde quasi. Also ich habe da ziemlich viel auf mich genommen, aber es war mir wahnsinnig wichtig. Also es war mir wirklich ein Herzenswunsch. Und als die Behandlung zu Ende war, war ich dann tatsächlich sehr glücklich, bis eben auf den Kiefer, der nicht ganz vorgerutscht ist, so wie ich es mir gewünscht habe. Also für das Geld war es dann doch nicht so das Wahre, aber meine Schneidezähne sind eben gerade. Und ihr werdet jetzt keine Bilder mehr sehen von mir, indem ich den Mund zu habe oder die Hand vorm Mund habe. Also das ist doch tatsächlich ja, für mich das Größte. Sie sind natürlich nicht perfekt, das stimmt schon. Also sie sind nicht in Reihe und Glied aneinander. Schade, schade, aber das wäre bei mir nicht möglich gewesen. Aber ich bin glücklich. Und ich möchte eigentlich jedem da draußen Mut machen, der überlegt, sich eine Zahnspange verpassen zu lassen, wenn das doch wirklich der Traum ist. Denn es ist natürlich mit Schmerzen verbunden. Also das war tatsächlich bei mir so. Also ich konnte dann teilweise echt, so wie das, wie man das immer hört, ne, nur eine Suppe essen oder Kartoffelbrei, gerade wenn die wieder gespannt wurde. Alle 3 Wochen wird es ja dann nochmal gespannt. Und man kann dann kaum die Zähne aufeinander beißen. So weh tut es. Also wenn ihr ganz leicht die Zähne aufeinander beißt, boah, das war schon die Hölle, aber es ist auszuhalten. Und ich wusste ja, wo ich hin will. Ich habe meinen Traum vor Augen gehabt und es war mir einfach wahnsinnig wichtig. Genau, also so viel zu meiner Zahnspange. Ich habe mir das dann ermöglicht und bin jetzt total happy. Mein großer Sohn, der hat seine Zahnspange schon hinter sich. Der hat sie auch jetzt 2 Jahre getragen. Wir haben 1600 Euro drauf bezahlen müssen, weil da so ein paar Extras waren und die Krankenkasse das nicht übernimmt. Mein zweiter Sohn, der ist jetzt auch gerade in Behandlung, also der große war fertig, der nächste kam nach. Da sind es jetzt, meine ich, 1800 Euro. Also es ist verrückt, was man an Zahnspangen bezahlt. Und dieses, naja, mach doch eine Versicherung und die Versicherung bezahlt es. Also glaubt mir, wir haben uns da tatsächlich ja, Jahre vorher schon informiert und unsere Zahnärztin hat auch gesagt, naja, weißt du, es kann dann sein, dass du eine Versicherung abschließt, die aber genau auf das, was dein Sohn dann braucht, nicht greift. Naja, gut, so ist es halt. Es ist mir im Prinzip das wert. Ich arbeite dafür und ich möchte, dass meine Kinder gerade Zähne haben. Also wenn jemand in den Raum reinkommt und mich mit einem schönen Lächeln ja, anstrahlt, jetzt egal erstmal, ob die Zähne wirklich komplett gerade sind, solange sie gepflegt sind. Also gepflegte Zähne sind für mich das A und O. Und so viel schon mal zu mir, also zu meiner Geschichte, zu meiner Zahnspange. Ich bin total glücklich, dass ich diesen Weg gewählt habe und dass ich das wirklich auf mich genommen habe. Und ja, das leider so teuer war, aber wie gesagt, dafür arbeiten wir ja und da darf man sich auch mal was gönnen. Da wollte ich euch, wie gesagt, sehr, sehr viel Mut machen, denn ab dem Zeitpunkt, als ich gesehen habe, dass ich mich dafür entscheide, beziehungsweise als ich das unterschrieben habe, sind mir auf einmal ganz viele Menschen begegnet, ob es jetzt bei der Kasse am E-Center war oder keine Ahnung wo. Auf einmal haben ältere Frauen oder Männer eine Zahnspange getragen und ich dachte mir, ey, cool, wo kommen die denn jetzt alle her? Stimmt, man kann auf jeden Fall eine Zahnspange tragen, auch wenn man etwas älter ist. Das ist überhaupt kein Problem. Und genau, also ich sehe da nur Vorteile. Der einzige kleine Nachteil, der bei mir geblieben ist, hinten die Backenzähne, also da kommen ja so Teile drauf und da werden ja dann die Brickets kommen ja quasi auf die Zähne und dann werden die ja so gespannt. Und hinten die Backenzähne, auf die Teile da so gekommen sind, ich habe jetzt keine Ahnung, wie sich das nennt, ich bin ja auch keine Zahnärztin, auf jeden Fall habe ich da schon ein bisschen Probleme bekommen mit meinen Backenzähnen. Ich habe Retina oder Retainer unten und oben. Genau, die meine Zähne da bleiben lassen sollen, wo sie hingehören, damit sie sich nicht mehr verschieben, weil Zähne ja dahin neigen, dass sie sich eben noch mal ein bisschen verschieben.
Ja, meine Lieben, so viel erstmal zum Thema Zahnspange, was mich betrifft. Ich bin total glücklich, dass ich diesen Schritt gegangen bin. Und ich bin auch sehr, sehr glücklich über den Erfolg, den wir jetzt gehabt haben bei meinem großen Sohn. Er hat ein wunderschönes Lächeln. Ich bin da ganz, ganz stolz drauf. Und ich hoffe natürlich jetzt, dass das bei meinem zweiten Sohn dann auch genauso wird. Aber ja, ich bin da guter Dinge natürlich. Meine Lieben, jetzt kommen wir mal zu den Produkten, die ich tagtäglich verwende. Davor wollte ich euch aber noch sagen, dass ich 2 bis 3 Mal im Jahr eine professionelle Zahnreinigung durchführen lasse bei meiner Zahnärztin. Ich war jetzt vor 2 Tagen da, es hat ungefähr eine Dreiviertelstunde gedauert und es hat mich mal nicht 104 Euro gekostet, das habe ich jetzt erst überwiesen. Sie macht mir dann den Zahnstein weg, mit so einem Airfloor bzw. mit so einem Salzpulver wird da gearbeitet, in den Zahnzwischenräumen wird einfach alles sauber gemacht. Und das ist mir halt wahnsinnig wichtig, wie gesagt, das nehme ich auch immer nochmal auf mich, weil ja, ich halt der Meinung bin, dass es mit dazugehört. Und ja, ansonsten tagtäglich verwende ich auf jeden Fall ja, dieses hier, und zwar ist das Listerine Cool Mint. Da muss ich allerdings mal schauen, dass ich ein bisschen ja, eine andere Variante mal finde, weil die echt total stark ist. Also da zieht es einem alles zusammen. Das ist echt der Wahnsinn, da muss ich mal gucken. Aber wie gesagt, das verwende ich jedes Mal, wenn ich meine Zähne putze. Ich putze meine Zähne übrigens 3 Mal am Tag, also früh morgens natürlich, logischerweise. Dann bevor ich ins Büro gehe, mittags und abends natürlich, bevor ich ins Bett gehe. Ich muss auch dazu sagen, dass ich ja, nicht Raucher bin und ich trinke einen Kaffee am Tag und ich trinke aber ziemlich viel Tee. Das muss ich schon sagen, aber ich halte nichts von White Strips oder Stripes oder diese Aufhellungsteile, diese Stifte, die man verwenden kann. Also das werde ich euch jetzt heute nicht zeigen. Es tut mir leid, dass ich euch da enttäuschen muss. Aber ich habe da einfach wahnsinnige Angst, dass ich meine Zähne irgendwie angreife, dass ich sie dadurch kaputt mache und ich wüsste dann nicht, wann dann genug ist. Und ich würde sowas lieber professionell machen lassen, wenn es denn nötig wäre. Im Moment habe ich aber nicht das Bedürfnis danach, deswegen lasse ich es so. Also so viel erstmal dazu. Was ich dann auch noch tagtäglich verwende, wirklich bei jedem Zähneputzen, sind diese kleinen Bürstchen hier. Und zwar ist das wahnsinnig wichtig, wirklich wahnsinnig wichtig. Die möchte ich euch wirklich ans Herz legen. Meine Zahnärztin hat mich darum gebeten, beziehungsweise ja, damals, als ich eben meine Zahnspange bekommen habe, habe ich einfach gemerkt, dass es super wichtig ist. Denn ja, in die Zahnzwischenräume kommt man einfach sehr, sehr schlecht natürlich mit der Zahnbürste. Und da sammeln sich eben die Bakterien beziehungsweise Essen. Reste. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr diese Teile hier verwendet. Also ich verwende auch keine Zahnseide, weil ich da eben nicht reinkomme. Also hinten würde ich schon reinkommen, aber das mag ich einfach nicht. Deswegen verwende ich die. Weil ich habe ja diese Retainer, ihr wisst Bescheid. Deswegen verwende ich diese hier. Die gibt es in verschiedenen Größen. Wie gesagt, ich habe jetzt hier die sehr, sehr feinen und dann hat mir meine Zahnärztin noch diese hier mitgegeben. Und zwar ja eben da, wo dann ein bisschen mehr Platz ist, da komme ich dann mit diesen hier sehr gut rein. Ich hatte mir die mal in der Apotheke gekauft, aber da waren die super teuer und ich habe die dann auch bei DM gesehen. Also da könnt ihr mal schauen, wenn ihr sowas noch nie verwendet habt, das ist wirklich super wichtig, einfach, dass ihr da den Schmutz rausbekommt. An Zahnpasta verwende ich diese hier und zwar von Blendamé, die 3D White Lux. Aber wie gesagt, von Aufhellungssachen halte ich nichts, aber diese hier finde ich wirklich total super. Die mag ich sehr, sehr gerne, weil diese Kräuterzahnpasta, die mag ich nicht wirklich und ja, vertrage ich auch irgendwie nicht so recht. Aber diese hier finde ich wirklich total super. Ja, und jetzt kommen wir zu meiner Zahnbürste. Und zwar ist es diese hier, die ich verwende, von Oral-B Pro 1100. Und ich bin total begeistert, seitdem ich sie habe. Und zwar seit ein paar Wochen. Eine Abonnentin von mir hat mir nämlich ganz lieb geschrieben und meinte, Mensch Heidi, du kaufst dir so viele Zahnbürsten. Wir haben es schon gemerkt, du bist ein kleines Zahnbürstenmonster. Warum kaufst du dir nicht mal eine elektrische Zahnbürste? Und ja, tada, natürlich hat sie recht gehabt. Ich weiß gar nicht, warum ich dann so lange damit gewartet habe. Und jetzt habe ich diese elektrische Zahnbürste und ich möchte sie nicht mehr missen. Also ich bin tatsächlich total begeistert. Ihr könnt sie überall kaufen. Also ich habe sie schon bei DM gesehen und in verschiedenen Drogeriemärkten. Und ich liebe die einfach. Ich bin total begeistert. Und es ist halt total witzig bei der, dass sie mich immer warnt, weil ich den Tick habe, zu fest aufzudrücken. Also ich habe mir immer gedacht, Mensch, ganz fest aufdrücken bedeutet, dass die Zähne ganz, ganz doll sauber werden. Aber das ist natürlich ein Quatsch, weil damit kann man auch sehr, sehr viel kaputt machen. Und die Zahnbürste, die warnt mich immer. Also das heißt, es gibt dann so einen kleinen Intervall. Also hier ist sie.
die mich daran erinnert, Heidi, mach nicht zu fest. Du darfst nicht zu fest deine Zähne putzen. Also die stoppt dann so leicht und gibt mir so Intervalle und dann weiß ich, ah ja, okay, stimmt, ne, ich habe zu fest aufgedrückt und dann gehe ich wieder langsam dran. Weil da könnt ihr euch auch ja, einiges kaputt machen. Es ist zwar wichtig, dass man zum Beispiel auch das Zahnfleisch mitputzt, das mache ich zum Beispiel auch, dass ich da ganz leicht drüber gehe, eben wegen der Durchblutung, aber ich darf einfach nicht zu fest aufdrücken und diese Zahnbürste, die hilft mir einfach dabei. Was meine Kinder im Kindergarten gelernt haben, ist, ja, sich an den Kai zu erinnern. Also wir hatten tatsächlich ein Kind, das Kai hieß im Kindergarten. Und zwar ging es darum, dass man erst die Kaufläche machen soll, dann die Außenfläche und dann die Innenfläche. Also man muss immer an den Kai denken. Und genau, so mache ich das auch mit dieser Zahnbürste. Ich liebe sie, ich vergötter sie und ich bin total glücklich darüber, dass ich sie jetzt habe. Und da kommen wir schon mal zum Gewinnspiel und zwar zu euch. Es ist nämlich so, dass ich eben zusammen mit Oral-B euch diese wunderschöne Zahnbürste hier verlosen darf, zusammen mit der Zahnpasta. Da bin ich total glücklich. Also wenn ihr sie gewinnen wollt, dann schreibt mir was Liebes in die Kommentare. Ich schreibe euch auch nochmal alle Teilnahmebedingungen unten in die Infobox. Schaut da einfach mal rein. Es wäre natürlich wunderschön, wenn es wirklich einer meiner Abonnentinnen gewinnen könnte. Denn es ist so, dass es natürlich für meine Abonnentinnen gedacht ist. Abonnenten. So rum. Und genau, da würde ich mich total freuen. Macht da einfach mit. Ich bin super begeistert und ich möchte mich auch nochmal bei Oral-B bedanken, dass ich diese Möglichkeit habe, euch so ein tolles Schätzchen hier zu verlosen. Ihr habt nämlich hier dann auch nochmal so einen Aufsatz mit dabei. Steht hier auch gratis eben nochmal so ein kleines Bürstchen. Also ich bin wahnsinnig begeistert und ganz, ganz froh, dass ich sie jetzt habe. Ja, was ich euch noch sagen wollte, ist das Thema Parodontose. Das ist mir nämlich auch super doll wichtig, wegen diesen Teilchen hier. Das habe ich euch vergessen vorhin zu sagen. Es ist nämlich so, dass man Parodontose nicht heilen kann. Ihr könnt dem nur zuvorkommen, also ihr könnt es vorbeugen. Also seid da bitte vorsichtig, denn ja, Parodontose kann wirklich starke Schäden anrichten und ich habe da immer wahnsinnig Angst davor. Deshalb sind mir diese Teile hier wirklich heilig und natürlich das Zähneputzen. Mundhygiene an sich ist mir halt super doll wichtig, aber das habe ich euch jetzt schon alles erklärt. Und das war es erstmal soweit von meinem Routinevideo, von meinem Zahnpflegeroutinevideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht waren ja ein paar kleine Tipps dabei. Was ich wirklich sehr, sehr lange auch noch verwendet habe, das wollte ich euch noch sagen, ist ja dieses Perlweiß. Davon hat mir aber meine Zahnärztin wirklich abgeraten. Sie hat gemeint, da sind eben diese kleinen Partikel mit drin, die ja so schuppern an den Zähnen, dass man sich da mehr kaputt macht, als dass man gut macht. Das habe ich immer nur so 2 bis 3 Mal die Woche verwendet. Aber davon bin ich wirklich abgekommen. Ich verwende auch noch einmal die Woche dieses Elmex Gelee, aber auch nicht so regelmäßig. Aber das verwende ich auch noch. Das ist mir jetzt leer gegangen, deswegen kann ich es euch nicht zeigen. Also, so viel zu meinem Video. Macht auf jeden Fall bei meiner Verlosung mit, da bin ich total glücklich. Und ja, ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Lasst es euch gut gehen, meine Lieben, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!